König Charles in Aufruhr, Feueralarm, Weihnachtsessen mit der Familie. Es war die erste Gelegenheit seit dem großen Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth XCI, um als Familie zusammenzukommen. König Charles, 74, hatte am 20. Dezember 2022 seine enge Verwandtschaft zu einem gemeinsamen Weihnachtslunch auf Schloss Windsor eingeladen. Eine geliebte Tradition, die während der Corona-Pandemie zur Enttäuschung aller ausfallen musste. Die Royals wirkten bei ihrer Ankunft gelöst. Endlich durfte nach den Monaten der Trauer und nach der fleißigen Absolvierung vielfältiger Aufgaben im Namen der Krone die lang ersehnte Zeit der Besinnung und Ruhe eingeläutet werden. Doch die Freude darüber hielt nicht lange an, eine Person hatte ein Feuer vor dem Buckingham Palast gelegt. Als König Charles und seine Frau Königin Camilla, 75, auf die Ankunft der teilnehmenden Familienmitglieder warteten, sah alles nach Harmonie statt Drama aus. Mit der Ankunft von Prinzessin Anne, 74, ihrem Mann Sir Timothy Lawrence, 67, Mike, 44, und Sarah Tyndall, 41, mit ihren Kindern sowie Prinz Edward, 58, und Gräfin Sophie Wessex, 57, samt Tochter Lady Louise, 19, begrüßte das Monarchenpaar zwar nicht alle engen Familienmitglieder an diesem Tag. Doch dank der Teilnahme des Prinzen, 80, und der Prinzessin Michael von Kent, 77, und des Herzogs von Kent, 87, dürfte trotz Abwesenheit des Prinzen und der Prinzess of Wales, beide 40, und deren Sprösslingen die Tafel gut besetzt gewesen sein. Doch was als entspannter vorweihnachtlicher Tag begann, endete für Charles und seine Angehörigen mit einem gehörigen Schrecken. Am späten Abend erreichte den König eine verstörende Nachricht aus London: ein Unbekannter hatte ein Feuer vor den Toren des Buckingham Palastes entfacht. Glück im Unglück, die Metropolitan Police konnte den Täter zeitnah zu Boden bringen, bevor Schlimmeres geschehen konnte. In der Pressemitteilung der Polizei erfuhr man laut Hello weitere Details kurz nach 22:08 Uhr am Dienstag, dem 20. Dezember, wurde ein 30-jähriger Mann wegen des Verdachts festgenommen, kriminellen Schaden verursacht zu haben, nachdem ein kleines Feuer in der Nähe der Tore des Buckingham Palastes gesehen worden war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Das Feuer ist gelöscht. Anführungszeichen. Aufatmen in Windsor. Das kleine Feuer hätte sich schnell zu einem desaströsen Flächenbrand ausbreiten und den Palast in Mitleidenschaft ziehen können. Nicht auszudenken, welcher Schaden dabei entstanden wäre. So endete dieser denkwürdige Tag im Zeichen der weihnachtlichen Vorfreude mit einem Schreck, der zum Glück ein schnelles Ende fand. Verwendete Quelle: hellomagazine.com